Heute in diesem Video gebe ich euch mal 5 Tipps mit, wie ihr sicherer, schneller und effektiver am Fahrzeuglack polieren könnt. Viel Spaß! Und der erste Tipp hat etwas mit Zeiteinsparung zu tun. Schon bei der Vorbereitung, Politur aufs Pad und Politur auf dem Lack verteilen, da kann man sehr, sehr viel Zeit sparen. Ich zeige es euch. Nachdem ihr euch den Bereich ausgesucht habt, den ihr polieren wollt und das Pad mittig auf den Stützteller gemacht habt, gebt ihr euch Politur aufs Pad. Und hier nicht einfach nur so Punkte drauf geben, 1, 2, 3, 4, 5, sondern mein Tipp, verteilt euch die Politur gleich direkt im Polierpad. Dazu greift ihr hier oben die Maschine vorn am Stützteller, damit ist der stabilisiert, kann sich nicht weiterdrehen. Und jetzt verteilt ihr euch die Politur über den ganz feinen Dispenser mit ganz wenig Druck direkt auf der Polierpad-Oberfläche. Lasst ungefähr so einen Zentimeter außenrum frei. Und damit habt ihr schon von Anfang an eine schöne, gleichmäßige Verteilung. Und auch beim Polieren selber, wenn ihr dann mit dem Pad auf die Oberfläche geht, seht ihr, dass bereits nach einer Kreuzbahn die Politur sich schön im gesamten Polierpad verteilt und ihr nicht nur diese Punkte habt. Weil es soll eine homogene Verteilung im Pad stattfinden und natürlich auch auf der Oberfläche. Das heißt hier, Schritt 1, Politur schon von Anfang an gleichmäßig verteilen. Spart euch auch das unnötige Verteilen mit dem Finger. Ihr braucht nicht nochmal extra Handschuhe anziehen, um hier das irgendwie auf dem Polierpad einzumassieren. Zeit sparen, direkt verteilen, fertig. Von der Menge her seht ihr hier, ist auch wirklich sehr, sehr wenig. Sieht nur von oben viel aus, weil wir halt diese Streifen gezogen haben. Aber ihr seht hier, es ist ganz, ganz wenig Politur, die wir am Ende bloß nutzen. Und anschließend verteilt ihr das auch direkt gleichmäßig, indem ihr die Poliermaschine einfach auf den Lack aufsetzt. Mein Tipp, Stufe 2 hier an der Poliermaschine einstellen und dann den Bereich sozusagen einfangen, den ihr mit Politur behandeln wollt. Das ist die effektivste und schnellste Variante. Und spart euch einfach die Zeit, indem ihr nicht vorher hier diese Druckpunkte macht, irgendwas auf dem Lack verteilt, dann hier Ewigkeiten verteilt und sehr, sehr langsam fahrt. Da geht halt einfach auch viel Zeit drauf und das kann man sich einfach sparen, weil man kann eher zum Polieren übergehen. Also bitte nicht so hier die Politur verteilen. Sondern einfach direkt weiter auf Stufe 2 und gleichmäßig und zügig. Und jetzt könnt ihr die hier lospolieren. Also Zeit sparen beim Auftragen aufs Pad und Zeit sparen auch hier beim Auftragen auf den Lack. So kann es losgehen. Tipp Nummer 2, den ich euch auf jeden Fall auch mitgebe, von nichts kommt nichts. Was bedeutet das? Ihr müsst hier auch ein bisschen Kraft einsetzen. Ihr habt die Maschine mit ihrem Eigengewicht, ihr habt Politur, Pad und das ganze Poliersystem. Aber ihr seid ein wichtiger Teil des ganzen Systems, um hier ein perfektes Ergebnis zu erzeugen. Und das auch nicht erst nach 30 Minuten und nach 12 Kreuzbahnen, sondern wir wollen eigentlich nach 2 Kreuzbahnen schon ein deutliches Ergebnis sehen. Das bedeutet, Druck auf die Maschine geben. Aber nicht zu viel, dass ihr das System auch quält und euch quält. Das heißt, wenn ihr poliert und müsst schon euer ganzes Körpergewicht hier auf die Maschine drauflegen, dann ist einfach das System nicht stark genug. Dann müsst ihr auf stärkere Pads und Polituren und so weiter ausweichen oder vielleicht auch auf eine andere Maschine. Aber hier nicht den Lack streicheln, nicht auf Stufe 3 hier 10 Kreuzbahnen fahren, das ist alles komplette Zeitverschwendung. Und das gilt auch für den Hobbybereich. Ihr wollt ja nicht hier 3 Stunden an der Motorhaube polieren, sondern ihr wollt ja in möglichst kurzer Zeit effektiv ein starkes Ergebnis bekommen. Deswegen folgende Methode. Drehzahl und Druck sind entscheidend. Wir fangen einfach mal hier oben an. Ich habe jetzt die Alibel Hardcut und ich habe auch ein sehr, sehr starkes Polierpad im Cut-Bereich. Und deswegen gehen wir einfach mal hier den Bereich ab und ich fahre mal 2 Kreuzbahnen. Ich werde hier ungefähr in dem Bereich nicht weiter polieren. Das heißt, die Politur wird unangetastet bleiben. Ich nehme die dann einfach mit runter. Stufe 6. Und jetzt regelt ihr das Ganze über den Druck und gebt schon so gut Druck drauf, dass sich das Pad trotzdem noch in Ruhe weiterdrehen kann. Das ist so eine Methode, wenn ihr euch so ein bisschen reingetastet habt ans Polieren. Das macht ihr nicht an Tag 1, aber ihr werdet nach kurzer Zeit schon feststellen, wenn ihr mit so einer Poliermaschine arbeitet, dass es darauf rausläuft. Wirklich maximale Drehzahl bei einer Exzenter-Poliermaschine, wohlgemerkt. Ne? Und ihr bestimmt über den Druck und über die Bewegungsgeschwindigkeit der Maschine auch die Effektivität. Achtet wie immer auf Temperatur. Weder Lack noch Pad sollte hier anfangen
zu qualmen, denn das ist dann die Überbelastung, aber das ist einfach eine Erfahrungssache. Ausprobieren, wenn ihr euch da so ein bisschen unsicher seid, könnt ihr natürlich erstmal trotzdem auf Stufe 6 gehen, aber solange ihr hier keinen Druck auf die Maschine gebt und auf das ganze Poliersystem, sage ich immer, wird hier auch kein großer Effekt eintreten. Das heißt, wenn ich hier auf Stufe 6 gehe und die Maschine nur so laufen lasse, dann habt ihr hier kaum eine Verbesserung. Ihr müsst schon wirklich aktiv hier aufs Material draufgehen, weil der Lack hat ja auch eine richtige Härte und deswegen müsst ihr auch dementsprechend Material abtragen, um die Kratzer einfach zu minimieren. Das machen wir jetzt mal. So, und ihr habt jetzt mal den gesamten Polierprozess und der ist wirklich nicht sehr lang. Also viele Bahnen fahre ich nicht. Das Ganze ist hier in dreifacher Geschwindigkeit und die Maschine läuft auf Stufe 6, auch mit sehr, sehr guten Druck jetzt hier von meiner linken Hand und von meiner rechten Hand auf das ganze System. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr starke Polierleistung. Kreuzstrich einmal links, rechts und hoch, runter. Oder ihr könnt auch diese überlappenden Bahnen fahren links, rechts anstatt hoch, runter, hoch, runter. Also das ist völlig euch überlassen. Wichtig ist, dass die Maschine an allen Stellen gleich ankommt. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. So, ihr seht auch hier, ich habe das Pad nicht belastet, nichts am Qualm von der Temperatur her, alles im normal warmen Bereich, nicht zu heiß und das Pad hat es auch gut mitgemacht, weder verformt noch irgendwie am Dampfen. Also alles richtig vom Druck her. Das ist aber wirklich eine Übungssache, das muss man trainieren und mit den ersten 2, 3 Polierrunden bekommt man dann auch relativ schnell ein Gefühl dafür. So, jetzt nehmen wir hier mal den gesamten Rückstand noch mit runter. Auf der Seite hatten wir auch ja noch nicht poliert. Und jetzt eine scharfe Abklebekante zu haben, einfach nochmal alles in Ruhe auspolieren. Fürs schnelle Zeigen sollte das eigentlich schon sehr, sehr gut ausreichen. So, die Alibel Hardcut lässt sich super auspolieren. So, ich glaube, man kann es auch schon hier in der Kamera ganz gut sehen. Und jetzt hier eine scharfe Kante zu haben, haben wir jetzt sehr schön, schnell und effektiv poliert und haben ein schönes, deutliches Ergebnis und darauf kommt es an. Also hier kann man auch viel Zeit sparen, indem man halt gleich die richtige Technik benutzt, wirklich auch Druck auf die Maschine drauf geben, um damit einfach die Polierleistung deutlich zu erhöhen und auch deutlich Zeit zu sparen. Tipp Nummer 3. Dazu habe ich euch schon ein richtig ausführliches Video gemacht zu meiner Poliermethode, wie ich an so einer Fahrzeugoberfläche mich mit der Maschine bewege. Bedeutet, auf großen ebenen Flächen 125 mm und jetzt versuche ich aber nicht krampfhaft mit dem 125er Pad jede Ecke zu erreichen, jede Kante mit abzuarbeiten oder auch ganz schmale Stellen zu erreichen, sondern dafür nehme ich die etwas kleinere Maschine. Das heißt, ich arbeite die großen Flächen mit den großen Pads in Ruhe ab und die Kanten gehe ich nochmal mit einer etwas kleineren Maschine nach, zum Beispiel 75 mm oder auch 50 mm. Dazu hat man auch verschiedene Maschinen auch im Set drin. Oder ihr habt euch vielleicht auch eine Maschine geholt, wo man 125 und 75 mm nutzen kann, zum Beispiel DA9 Pro, DA9 von Chemical Works, einfach mal ein paar Beispiele. Jetzt nochmal kurz hier kompakt veranschaulicht. Alle weiteren Infos und ganz ausführlich nochmal in dem anderen Video. Tipp Nummer 4 ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in vielen Anleitungen auch immer ganz gerne ausgelassen wird oder nur genannt wird. Auch ich zeige es nicht jedes Mal oder wenn ich ein ganzes Fahrzeug poliere, muss ich auch immer wieder darauf achten, dass man irgendwann das Pad auch mal zwischendurch reinigt und auch zu einem anderen Pad wechselt. Jetzt ist immer die Frage, wie teilt man sich das ein? Da würde ich euch so eine kleine Faustregel geben. Kontrolliert nach einem Bauteil einfach mal den Zustand des Polierpads. Je nach Bauteilgröße. Bei der Motorhaube, die würde ich so als 2 Bauteile deklarieren, von der Fläche her, genauso wie das Dach, wenn kein Panoramadach mit dabei ist, weil das halt sehr, sehr groß ist. Ein Bauteil ist für mich zum Beispiel ein Kotflügel, eine Tür, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Und jetzt ist es ganz wichtig, so ein Polierpad auch zwischendurch mal zu reinigen. Ihr seht hier, so ein Polierpad verkrustet dann mit der Zeit. Und wenn ihr damit weiterarbeitet, geht die Polierleistung, vor allen Dingen im Cut-Bereich, ganz, ganz schnell nach unten. Bedeutet, wenn ihr hier das Pad von der Struktur her noch in einem guten Zustand habt, ist noch nicht super weich, noch nicht extrem durchgehitzt, dann könnt ihr das natürlich fürs nächste Bauteil auch nochmal mit nutzen. Und dazu könnt ihr verschiedene Sachen nutzen. Entweder Druckluft, wenn ihr zur Verfügung habt, wenn das stark genug ist, um hier die kleinen Bläschen dieses Schaumes wieder frei zu bekommen. Oder ihr nehmt eine kleine Bürste und bürstet euch das Polierpad wieder möglichst sauber. Ihr werdet es nie 100% sauber bekommen, aber es geht darum, die alten Politurrückstände, die verkrustet sind, vom Pad runterzubekommen. Und das seht ihr jetzt hier einfach mal. Also dieser ganze
Tote Polierstaub muss aus dem Pad raus. Das geht halt entweder mit so einer Bürste oder auch einer Textilbürste. Die würde ich aber dann auch immer für die Polierpads nehmen und nicht mehr irgendwo an anderen Stellen im Fahrzeug. Oder zum Beispiel mit so einer kleinen Bürste oder mit Druckluft. Und da findet jeder so seine Taktik. Der eine nutzt diese Varianten. Der nächste nimmt sich dann seine 2, 3 Polierpads, die er nacheinander genutzt hat, legt die sich in den Wascheimer rein, strahlt die mit Hochdruckreiniger ab und trocknet die dann nochmal auf der Maschine. So könnt ihr nicht nur eure Pads normal reinigen, sondern auch während des Polierprozesses einfach mal zwischendurch reinigen. Das kommt immer ganz darauf an, wie ihr das dann macht. Wichtig ist einfach nur, dass ihr es macht. Dass ihr so ein Pad jetzt nicht hier für 2, 3, 4 Bauteile nutzt. Irgendwann sagt das Pad nämlich mal, ich bekomme die Wärme nicht mehr los, ich habe auch kaum noch Polierleistung, ihr verschwendet wieder Zeit und das muss nicht sein. Deswegen auch mein Tipp, wenn ihr euch zum Beispiel so ein Einsteigerset holt, achtet darauf, dass ihr euch für den Start natürlich eine bestimmte Anzahl holt, vielleicht 2, 3 Cut-Pads und dann könnt ihr euer Set auch beliebig erweitern, weil ihr könnt nicht mit einem Polierpad das ganze Auto polieren. Oder ihr macht halt immer ganz, ganz viel Pause dazwischen und reinigt halt ganz, ganz viel. Aber es ist auch wieder so ein Zeitfaktor. Deswegen lieber 2, 3 Pads mehr kaufen, der gleichen Stärke und dann immer wieder mal wechseln. Also so soll dein Pad nicht die ganze Zeit aussehen, sondern immer zwischendurch einfach mal ausbürsten, auspusten, reinigen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Tipp Nummer 5 ist ein ganz, ganz wichtiger. Und zwar, ihr wollt den Lack möglichst lange erhalten. Auch von einem Kundenfahrzeug gehe ich mal fest davon aus. Speziell aber an eurem Fahrzeug oder beim Fahrzeug von Frau, Freundin, Kumpel, was auch immer. Ihr wollt nicht unnötig mehr Lack bzw. Klarlack entfernen, als nötig ist. Deswegen macht einen Testspot. Begutachtet euren Ausgangszustand. Hier auf dem Fahrzeug habe ich jetzt schon ein bisschen poliert. Und jetzt haben wir verschiedene Lackzustände. Wir haben einmal einen schnell polierten Lack, mal schnell hier mit Heavy Cut abgefahren. Wir haben einen Lack, den wir schon auch mit Finish behandelt haben. Wir haben hier noch unbehandelte Stellen und so weiter. Und deswegen begutachtet euren Lackzustand und macht einen Testspot. Jetzt kommt auch mit der Zeit einfach die Erfahrung, ich würde jetzt zum Beispiel hier jetzt schon meinen Testspot machen mit einer Medium Cut Politur und mit einem Medium Pad. Wenn ihr euch gerade so ein Polierset geholt habt und habt auch ein Finish-Pad und Finish-Politur dabei, was ja eigentlich auch immer dabei ist, dann macht doch erstmal einen Testspot damit. Wir gehen jetzt mal hier mit einer Finish-Politur drüber und einem Finish-Pad und schauen mal, wie viel wir hier schon erreichen. Das ist einfach der Testspot, den ich euch immer wieder ans Herz lege. Hier jetzt nochmal das Ganze mit der Finish-Variante. Finish-Pad von Swisser hier, das gelbe Pad und zusätzlich die Perfect-Finish von ADBL, also beides im absolut sanften Bereich, aber hier auch wieder mit Gutdruck, sodass das Pad nicht massiv überlastet wird. Denkt dran, ich sage es auch gleich nochmal zusätzlich, das Pad ist deutlich weicher als ein Cut-Pad, deswegen übertreibt es nicht mit dem Druck, sodass es wirklich sich alles noch gut bewegen kann und nicht das Pad kaputt drücken. Ganz, ganz wichtig. Ihr seht hier, die Politur ist immer noch super, super flüssig, also ihr könnt noch viel, viel länger damit arbeiten und ihr seht auch hier, ihr habt eine schöne gleichmäßige Verteilung im Pad. Das Blau beißt sich jetzt ein bisschen mit dem Gelb, aber ihr seht, die Politur wandert schön nach innen, genauso wie ihr es auch gelernt habt schon bei mir. Thema Exzenter, Politur und Wärme geht nach innen. Pad geht es aber sehr, sehr gut. Wir haben kein qualmendes Pad. Und hier sieht man mal schön, das Pad ist eigentlich gelb und die Politur ist so bläulich und hat das Pad sehr, sehr schön homogen sozusagen benetzt. Und wir haben in der Mitte natürlich die Ansammlung von Polierrückstand. Völlig normal. Jetzt polieren wir das einfach mal aus. Hier muss ich jetzt noch einen wichtigen Tipp mit dazugeben. Und zwar, ein Finish-Pad ist ja deutlich weicher als ein deutlich stärkeres Pad. Und deswegen achtet drauf, wenn ihr hier so einen Testspot macht, drückt jetzt bitte bei einem Finish-Pad nicht massiv das Pad flach, weil dadurch quält ihr das unnötig. Also achtet da etwas drauf, dass ihr bei einem Finish-Pad, bei so einem Testspot mit dem Druck es nicht übertreibt. Weil es gilt ja immer der Grundsatz, wir wollen das System nicht überlasten. Und jetzt gucken wir einfach mal, was das Finish-Pad und die Finish-Politur hier auf diesem Lack von 1996 mit 167.000 Kilometer schon geschafft hat. Und hier zeigt sich, dass eine richtige Technik mit den richtigen Utensilien, mit dem richtigen Equipment einfach ein absolut tolles Ergebnis erzielen kann. Wenn die Technik stimmt, wenn der Druck stimmt, wenn die Drehzahl passt und ihr einfach von der Technik her alles das beachtet, was ich euch hier mitgebe. Schaut euch das mal an. Wir haben einen richtig schönen Glanz, wir haben aber noch ganz, ganz feine Kratzer drin. Seht ihr hier jetzt mal den einen oder anderen? Und das ist der Grund, warum wir einen Testspot machen. Diese kleinen Kratzer, da könnt ihr jetzt entscheiden, will ich noch mehr Lack opfern, will ich noch mal eine Stufe stärker wählen, dann nehme ich ein Medium Cut Pad und eine Medium Cut Politur. Wenn ihr sagt, das reicht mir schon aus, das ist jetzt hier mein Oldtimer, den will ich noch ganz, ganz lange behalten oder ich will noch möglichst viel Lack übrig lassen, dann könnt ihr an der Stelle auch Stopp sagen, ganz logisch, ne?
Aber ihr könnt jetzt hier einfach entscheiden, okay, ich will doch die Kratzer noch weg haben, ich nehme jetzt einfach nochmal eine stärkere Combo. Aber so habt ihr auf jeden Fall mehr Klarlack übrig, als wenn ihr hier direkt mit den ganz scharfen Sachen raufgeht. Dann bekommt ihr die Kratzer auch effektiver sofort weg, aber ihr habt euch vielleicht unnötig Klarlack geopfert, den ihr euch eigentlich hättet noch erhalten können. Und deswegen tasten wir uns ran. Und deswegen ist dieser Testspot eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich denke mal hier, das würde den meisten schon ausreichen. Und wer will, kann einfach eine Stufe stärker wählen. Und wer dann sagt, okay, ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich hin will, kann noch eine Stufe stärker wählen und geht dann in den Heavy-Cut-Bereich. Das waren jetzt die ersten 5 Tipps, die ich euch mitgeben konnte. Ich werde das Ganze noch gern weiter fortführen. Wenn ihr noch Tipps habt, vor allen Dingen auch für die Einsteiger da draußen, die ich in meinen Videos mit aufnehmen soll, dann schreibt es gern unten in die Kommentare rein. Es können wirklich für euch banale Sachen sein, die aber für einen Neuling, Einsteiger oder auch Hobbyist doch schon eine deutliche Verbesserung erzielen. Also da kommen noch ganz, ganz viele Sachen. Ich will das immer so in 5er Schritte einteilen. Das heißt, ihr seht bald Video Nummer 2, damit auch Teil Nummer 2 und da sind wieder weitere 5 Tipps mit dabei. Und jemand, der so ins Polieren einsteigen will, der kann sich einfach dann diese Videoreihe nehmen, sich einfach die ganzen Tipps-Videos mal durchschauen und findet zu jedem Bereich eigentlich einen passenden Tipp, um möglichst sicher, effektiv und einfach auch zeitsparend zu arbeiten. Weil auch im Hobbybereich geht es einfach darum, nicht unnötig viel Zeit zu verschwenden und dann noch mehr Zeit einzusetzen und dann am Ende gar nicht auf das Ergebnis zu kommen, wo man eigentlich hin will. Und deswegen möchte ich das so ein bisschen aufsplitten, dass wir einfach möglichst viele Tipps gemeinsam sammeln, um hier allen das Leben beim Thema Polieren etwas leichter zu machen. Euer Sebastian, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.